Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Star Wars The Old Republic, kommentiert von Ramsky Rata und dem Matt vom X. Matt vom X allerdings nicht in Persona, sondern ganz weit weg. Nämlich wahrscheinlich auf der Flotte oder sonst wo. Der hat mich im Stich gelassen und lässt mich hier alleine den Bürgerkrieg überwachen. Mhm. Und das aus gutem Grund scheinbar. Ich bin gerade mitten in den Bürgerkrieg gefallen. Ihr versteht. Ja, nee, die haben es ja gesehen, die Zuschauer. Naja, jedenfalls sind wir nicht ohne Grund auf Ord Mantell, denn wir verfolgen seit Coruscant einen Darth Angral. Darth Angral hat einen Sohn. Das heißt jetzt nicht mehr. Ja, Darth Angrals Sohn ist nämlich tot, den haben wir, getötet. Und deswegen ist Darth Angral sauer auf uns und deswegen müssen wir Darth Angral zur Strecke bringen, damit er uns nicht zur Strecke bringt. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, dass er außerdem eine Superwaffe der Republik gemobst hat, die einsetzen will und das uns nicht gefällt. Deswegen müssen wir an der ganzen Sache ein bisschen rumdrehen und folgen Hinweisen auf Ord Mantell. Ja, das ist ganz die ganze Einleitung. Ganz schön kompliziert. Ja, soll's. So, wir haben einen neuen Codex-Eintrag mit Rodianern. Den werde ich jetzt aber nicht vorlesen, denn im Gegensatz zur letzten Folge will ich diese Folge mal was schaffen und euch mal ein bisschen Entertainment bieten und nicht nur Analyse von schlechten Filmen. Genau, jetzt hast du ja mich nicht im Schlepptau, ne? Jetzt kannst du ja mal ein bisschen schneller machen. Genau, du hältst die ganze Sache mal auf, ne? Mhm. Du guckst dir Panoramen an, du guckst dir Sachen an, die keinen Mensch interessieren. Ja, warum nicht? Ich stimme dir einfach mal zu. Aber um echt zu sein, gefällt mir Ord Mantell so im Prinzip ganz schön. Ist eigentlich ganz echt nice gemacht. Wenn's denn nicht so kaputt wäre. Wenn's denn nicht so kaputt wäre. Aber ich rede eh mehr von der Natur, nicht von den Häusern. So, und damit das Ganze hier mal ein bisschen schneller vonstatten geht, habe ich mich mal auch eben auf den Speeder gesetzt. Den und Rasenmäher? Nein, ich bevorzuge den Namen Rasender Speeder. Mhm. Okay, Ord Mantell ist nicht schön. Zumindest nicht mehr. Da wo es ein bisschen grün ist und Pflanzen und Gras, das ist echt super, aber hier? Nee, Leute, da will doch kein Mensch wohnen. Geschweige denn kämpfen. Oder andersrum. Okay, mal hier durchs Minenfeld. Hoffentlich geht nichts hoch, aber wir schweben ja über den Boden, also von daher sollte das in Ordnung sein. Hey, die Witzka. Mann, ey. Krieg ist echt nicht schön, ne? Auf Ord Mantell. Krieg ist auch sonst nichts Schönes. Auf Ord Mantell. Ich bin in die falsche Richtung geflogen. Auf Ord Mantell. Ja, und du? Wo bist du eigentlich? Auf meinem Schiff. Also nicht auf Ord Mantell. Nee. Ich warte über einen Planeten, den wir in KOTOR schon gesehen haben. Taris. Alter, Spoiler. Stimmt das? Ja. Das war vollkommen ins Blaue geraten. Ja, so. Aber ich warte auf unseren nächsten Planeten, wenn du dann mal endlich im Kriegsgebiet auf Ord Mantell fertig bist. Hast du irgendwie eine Wette laufen, wie oft du Ord Mantell sagen kannst? Nein, aber ich find's eigentlich ganz lustig. Auf Ord Mantell. Du bist nicht auf Ord Mantell. Hör auf, meine Zuschauer zu nerven. Das wirst du rausgeschnitten. Auf Ord Mantell. Nein, nicht auf Ord Mantell, sondern aus Ord Mantell. So, sag mir lieber, wo ich hier langfahren muss. Auf Ord Mantell? Okay, ja, folge dem Symbol auf deiner großen Karte. Ja, nichts anderes versuche ich zu tun, klappt nur nicht, ne? Naja, lass mich raten, du bist aus der Stadt Sobrik rausgefahren, ne? Ich bin gerade, Moment, Dorf Oradaram. Nein, also nicht Ordam. In Sobrik. Oradam. Also nicht in Sobrik. Falls das Ding überhaupt noch Sobrik hieß, ich weiß es gar nicht mehr. Also der großen Stadt da mit den republikanischen Soldaten und allem. Da bin ich nicht mehr. Aber ich glaube, ich habe den Weg gefunden. Ui, ranzoomen? Kann man ranzoomen? Keine Ahnung, aber ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Na dann. So, dann wollen wir mal mit unserem Rasen mehr langfahren. Hier ist sogar ein bisschen Rasen. Und ja, jetzt sind wir hier auf dem richtigen Weg. Weil ich meine mich nämlich zu erinnern, dass du an irgendeiner Stelle nicht mehr weiterkommst und mit dem Speeder eigentlich rüberheizen müsstest, aber... Ich bin auf einem Speeder. Ja, nicht in deinem... Ach, du meinst mit dem Pay-TV-Speeder? Ja, genau. Pay-TV-Speeder, hä? Ja, bezahlter Speederfahrt.
Auf dem Fernseher. Das ist ein, naja, ein Bildschirm. So, aber ich glaube, du hast recht. Geronimo! Nein, funktioniert. Echt? So. Mir wurde gerade mein Speeder unterm Hintern weggeschossen. Muss ich da auch noch per Fuß hinlatschen, ey. Ich glaub nicht, dass du das schaffst. Warum hast du dann so wenig Leben auf einmal? Weil ich eben in der Speederfahrt mehrfach abgeschossen wurde. Und, dass Geronimo für gewöhnlich auf einen tiefen Fall schießen lässt. Aber ich dachte, das ist immer ah! Naja, ah! Ist wenn aus Versehen. Geronimo ist wenn beabsichtigt. Ah. Das ist wichtig, sowas zu wissen. So, aber die Dornen im Auge, um mal das Metapher zu bemühen, sind auch kein Problem mehr, dafür sind es die im Realen schon. Ja, wenn wir den Dienst morgen verderben. Auf Ordmantel. Auf Ordmantel. Was machen die überhaupt Imperial auf Ordmantel? Ordmantel soll eigentlich eine Republikwelt sein. Aber die befinden sich im Bürgerkrieg. Es gibt eine Seite, die möchte nicht, dass Ordmantel zur Republik gehört, und es gibt welche, die möchten zur Republik gehören. Und jetzt rate mal, wen die Imperialen wohl unterstützen. Ich glaube, so blöd bin ich nicht, dass da raten muss. Wie gesagt, keine Garantie, aber ich habe ja meine Lektion gelernt. Im Zweifelsfall, wenn es um Star Wars Sachen geht, nicht an Max Aussage zweifeln. Ich warte auf den Moment, wo ich mich einmal richtig übelst irre. Wo ich dann sowas raushole, von wegen Leia ist eigentlich die Tante von Luke oder sowas. Ich sag mal so, ich warte auf diesen Moment, seitdem wir dieses Spiel spielen. Hi, das glaube ich. Hat mir nur nicht viel geholfen. So. Wollen wir mal eigentlich ein bisschen was über unsere Freizeit so, also wenn wir jetzt nicht gerade am Aufnehmen sind, was wir so spielen, im freizeittechnischen... Nein, denn ich wollte diese Folge wirklich mal mit der Story weitermachen und nicht ständig abgelenkt lassen. Okay. Ich wollte nur interessante Aber ich knüppel hier gerade eh nur Imperiale, also schieß los. Wieso ich? Das ist die Ehre, überlasse ich dir. Die Ehre? Die Ehre mit Ä und R. Also, wir spielen derzeit Star Wars Galaxies, den gewissermaßen Vorgänger von SWTOR. Ein Star Wars MMO, das im Prinzip ein Sandbox-Spiel ist. Man wird mehr oder weniger unbedarft in einer riesigen Galaxis, die man frei erkunden kann, abgesetzt. Und ja, kann dann machen, was einem beliebt. Es ist natürlich sehr oldschool, das Spiel kommt von... Hilf mir mal aus der Patsche. Oh, ich glaube 2004. Bist du sicher? Irgendwas war da, ja. 2003, 2004 so, glaube ich. Wenn nicht sogar früher. Irgendwie sowas in dem Spiel. Und dementsprechend schlecht ist die Grafik. Naja. Aber man kann es immer noch spielen. Also von daher habe ich mir gedacht, warum nicht? Ich habe es damals nicht gespielt, wollte es aber mal ausprobieren und es macht trotzdem Spaß. Kann ich nur empfehlen. Zumal man sich auch ein richtiges Haus kaufen kann, dass man überall frei, naja fast überall frei platzieren kann. Da bin ich aber natürlich noch nicht, weil ich noch ein armer Schlucker bin. Ich habe nur sehr wenig Credits. Ja, und letztens einen ordentlichen Schlag von der Sturmtruppe ins Gesicht bekommen, plus, was waren das? 3000 Credits Strafe. Ja, du schuldest, Max hat mich in die ganze Sache nämlich reingeboxt und er schuldet mir 2000 Credits. Das stimmt nur halb, ich hab gesagt, schlag doch mal den Sturmtruppler. Ja, und ich dachte, das ist irgendwie ein lustiges Easter Egg, dass der Sturmtruppler dann... Das war ein lustiges Easter Egg. Das war nicht lustiges Easter Egg, das war überhaupt kein lustiges Easter Egg. Der Kerl hat mich nämlich letztendlich umgeboxt und mir eine Strafe von 3500 Credits auferlegt. Aber im wahrsten Sinne des Wortes, du lagst erstmal schön unten auf dem Boden. Ja. Bitte so soziales, Max. Hey, das war eine Lektion fürs Leben. Das war keine Lektion fürs Leben. Ach nee, würdest du es nochmal machen? Wenn ich genügend Credits habe, warum nicht? Ich warte mal noch einen Monat. Aber du schuldest mir ja 2000, also? Ja, mal gucken. So. Aber es war auf jeden Fall lustig. Mittlerweile dürften die ganzen Imperialen hier vorne Matsch sein.
Mal sehen, ob ich schnell genug war, dass sie noch nicht wieder respawned sind. Na doch, die ersten fangen schon wieder an aufzukloppen. Nein! Beeil dich! Ja, ich bin, ich renne jetzt mal hier durch, ne? So, ich wollte gerade schnell speichern, bevor sie reingeht. Aber das brauchen wir ja nicht. So. In einem MMO. In einem MMO. Auf Ortmantel. Auf Ortmantel, ich wollte gerade sagen. Ah, hier geht's runter. Ich dachte, das geht hoch, aber na gut. Runter macht im Berg mehr Sinn. Warum leuchte ich eigentlich so blöd? Weiß nicht. Ah, das ist verschluckt. Nee, nee, nee. Der war nicht schlecht. So. Also, dann wollen wir doch mal die Hinweise auf die geheime Waffe folgen. Und hier drin sind die Gegner auf einmal viel schwächer. Das passt mir ganz gut. Komme ich nämlich schneller durch. Und mehr durch die Gegner. Draußen habe ich Rasen gemäht, hier mähe ich durch die Gegner. Das Schwarzspiel war schlecht, aber... Auf Ortmantel. Jetzt reicht's langsam. Ich habe echt Bock, das rauszuschneiden. Das kann man glatt als Trinkspiel nutzen. Ich mache keine Trinkspiele, weil ich keinen Alkohol trinke. Zumindest nicht in Maßen. Ja, aber gib doch deinen Zuschauern bitte die Chance. Die freuen sich doch über sowas auch mal. Nope, vergiss es. Wir trinken, warte. Gewürzte Nerfmilch. Boah. Hast du das mal gemacht? So einfach ganz normale Milch irgendwie genommen und dann hast du sich Salz und Pfeffer reingekippt? Weil gewürzt? Du, gewürzt kann auch sein, dass da Vanille drin ist, Junge. Ja, aber gewürzt, so, das sind so die ersten Sachen, die ich mit dem Wort verbinde. Nee. Gewürzte Nerfmilch. Gibt's hier bei SWTOR Itembeschreibung? Wie in Kutter? Ja. Na dann. Habe ich eine Aufgabe für dich? Anstatt hier rumzunerven, guck mal nach, was die Beschreibung von gewürzter Nerfmilch ist. So. Kaputt ist er. Na, wird's bald? Oder hast du keinen im Inventar? Ich habe hier keinen im Inventar. Na, dann muss ich das schon wieder machen. Bitte Leute, immer muss man alles da alleine. Steht doch auch gar nicht drauf, was da drin ist. Ansonsten, das kann ich ja auch vorlesen. Gewürzte Nerfmilch, Anzahl 1, erfordert Stufe 8. Benutzen erhöht die Präsenz um 16, 30 Minuten lang. Ich meinte so eine sinnvolle Itembeschreibung wie in Kotor. Deswegen suche ich ja danach. Ach so. Mal einen kleinen Überblick verschaffen hier. Methan hat es eh nicht mehr auf sich, seitdem wir die Glühbirne verschluckt haben. Ich kann hier ein Rezept für gewürzte Dattelmilch geben. Orientalisch gewürzt mit Zimt, Kardamom, Muskatblüte und schwarzem Pfeffer. Klingt gut. Apropos gewürzte Dattelmilch, da fällt mir ein, wir könnten über Star Wars Gerichte reden. Welch Zufall, ich bin gerade bei Star Wars Getränke gelandet. Sehr schön. Da gibt's aber viel. Ich habe neulich mal rausgekriegt, dass der sehr beliebte mandalorianische Tee Schick? Schick? Oder Schack? Alle? S? H-I-G. Schick, ja. Schick, genau. Schick ist ein, Sprudelbild. Was hast du gerade gesagt? Sprudelbib war ein Getränk, welches an Bord der berechtigter Zweifel angeboten wurde. Es war für Kinder geeignet. Welches unglückliche Schiff heißt denn so? Berechtigter Zweifel. Ein Luxusschiff. Für billig tariert. Na gut, jedenfalls, genau, wir hatten es ja neulich mal von Star Wars Essen und Trinken und das würde ich gerne aufgreifen, denn ich habe mich tatsächlich schlau gemacht, welche irdischen Äquivalente denn diese Star Wars Sachen haben. Und Schick, also mandalorianischer Tee, hat eine beruhigende Wirkung und einen leicht zitrusartigen Geschmack. Und tatsächlich gibt es in echt auch Tee, der beruhigende Wirkung und einen zitrusartigen Geschmack hat. Und das ist Zitronenmelisse. Die leicht goldbraune Färbung stimmt auch überein mit dem Schick. Also Schick ist Zitronenmelisse.
Und einige Mandalorianer tun sich da ein bisschen Tihar rein. Und Tihar ist ja im Prinzip Obstschnaps. Und nein, ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber irgendwann vor. Aus verschiedenen Früchten destilliert. Ja. Lieblingsgetränk von Kais Gerasa. Ja. Große so. Volumige Behälter mit TH, als er dort auf Paja Bralol. Brailer, Mensch. Brailer. Praja Brailer. Ja, sag mal den Namen so, wenn du ihn vorliest. Die Geliebte von Vieh. Ja, whatever. Also ich weiß, dass Vieh eigentlich Fei gesprochen wird, aber ich hab den. Ich habe jedes der Republic Commando Bücher mindestens 10-mal gelesen. Ist jetzt keine Übertreibung. Triple Zero habe ich sogar an die 30-mal gelesen. Und ich habe in all diesen Jahren, denen ich diese Bücher geliebt und gelesen habe, immer nur Vieh gelesen. Also ist das fest, auch wenn ich es besser weiß. Es gibt übrigens auch Hubbersaft oder Hutbier. Okay. Also Hubbersaft ist ein Getränk, das aus... Rang, Lieutenant, mehr erfahrt ihr nicht von mir. Katze. Jedi Abschaum. Lassen Sie uns dieses Thema später wieder aufgreifen. Jetzt müssen wir erstmal den vermöbelten Lieutenant verhören. Ich bin sowieso nicht euretwegen hier. Hey, was macht dieser Droide da? Verschwinde! Kopier so viel wie möglich, T7. Wir müssen wissen, wozu dieser Verwüster in der Lage ist. Ihr werdet nicht lange genug leben, um jemandem davon zu erzählen. Jetzt will sich der Kerl doch echt noch umboxen. Das ging schnell. Naja, gut, weiter am Text. Gekochter Gangen. Sowas trinken wir nicht, wir sind große Jar Jar-Fans. Auch wenn uns da wieder das gesamte Fandom, was auch der Teil des Fandoms der Episode 7 leiden kann, wieder widersprechen wird, weil Jar Jar ist ja so schlimm. Wir mögen Jar Jar, wir hassen Episode 7. Ich mag auch Java-Bier. Ich mag Javas. Allerdings nicht allerdings nirgendwo in der Nähe von irgendwelchen Technologien, die mir gehören. Java-Bier war ein alkoholisches Getränk, das von den Javas auf Tatooine gebraut wird. Auf anderen Planeten wie Coruscant wurde es in Dex Diner unter dem Namen Java-Saft verkauft. Kommt sogar in Star Wars Galaxies vor. Ach, sieh mal an. Wir müssen Java-Bier besorgen. Wo waren wir vorher? Beim huttischen Kater. Keine Ahnung. Hutten kriegen Kater? Steht hier. Huttischer Kater. Ist ein Getränk, das meistens in Kantinas zu finden ist. Die Piraten und Söldner betrinken sich damit meist auf Narshada und Hutter, wodurch die Hutten enormen Gewinn machen. Das Getränk ist grün und leuchtet ein wenig unheimlich gelb. Darauf eine gewürzte Nerfmilch. Auch Sith mögen das Getränk und nahmen es gerne zu sich, da das Getränk jedoch sehr teuer war, wurde es nur selten von denselben Personen mehrmals getrunken. The Old Republic. Nett. Jedenfalls, wir haben schon Bier jetzt erwähnt. Und da fällt mir natürlich ein Netragall. Das schwarze Blut. Mandalorianisches Schwarzbier. Und das Zeug ist ein süßliches Schwarzbier, welches sehr gern von Mandalorianern getrunken wird. Und es gibt ein irdisches Äquivalent dafür. Und zwar ist es ein Stout. Mackensen Stout. Das ist ein Bier auf Milchbasis, soweit ich weiß. Ich habe es noch nie getrunken, weil es das in Deutschland nicht wirklich gibt. Ich glaube, das ist mehr eine englische oder amerikanische Sache. Aber wenn ich es also irgendwann mal finde, dann ist es definitiv auf meiner Einkaufsliste. Genau, also ein Stout nennt sich das. Und des Weiteren gab es sogar mal in echt ein Bier, was Netragall heißt. Das wurde von einer kleinen Brauerei in den USA mal als Limited Edition. Ich bin tot. Wie interessant. Nein. Das wurde von... Ja, das kommt man davon, wenn man zu viel quatscht und nicht auf sein Leben achtet. Das wurde von einer kleinen Brauerei in den USA mal in einer Limited Edition vertrieben und gebraut. Und es hatte dann so einen schönen mandalorianischen Schädel vorne auf dem Etikett, ein schwarzes Etikett, so eine normale Bierflasche halt. Und großen Netragall drauf. Und ich glaube,
Irgendwas stand sowas drauf, ein Tribute zu dem Bier, was in dem weltberühmten Oyubat auf Mandalore ausgeschüttet wird. Und das finde ich mal ist eine extrem geniale Sache. Schade, dass ich davon nicht wusste, beziehungsweise schade, dass es das nicht mehr gibt. Das würde ich aber definitiv trinken und die Flaschen aufheben und wieder befüllen mit Mackensen Stout, sodass ich dann das richtig echte Nitragal habe. Mhm. Ja, so verrückt bin ich. Ich weiß. Mir musst du das nicht mehr sagen. Ja, bei den Zuschauern. Die wissen nicht, wie verrückt ich bin. Die wissen nicht, dass ich tatsächlich Star Wars Getränke und Star Wars Essen nachbauen würde. Lauft weg, wo ihr noch die Chance habt. Nein. Man kommt zu. Imperialer Captain, willst du mich nicht angreifen? Doch. Naja, jedenfalls habe ich vor, mal dieses Mackensen Stout zu mir zu besorgen und vielleicht sogar ein mandalorianisches Etikett drauf zu kleben, weil es gibt ja ein mandalorianisches Wörterbuch online. Sogar sehr leicht zu finden, einfach Mandoa Dictionary. Und dort gibt es aber auch einen mandalorianischen Schriftart. Da könnt ihr dann einen Text eingeben und der wird euch in mandalorianischer Schrift ausgegeben. Das ist eigentlich echt cool. Ja, und damit kann man sich dann sein Etikett basteln. Finde ich eigentlich super. Habe ich auch irgendwann vor. Aber ich habe so viele Sachen vor, die ich ewig vorhabe, aber nicht mache. Das kenne ich. Aber wenn mir Mackensen Stout unterkommt, werde ich es definitiv mal trinken. Und nein, das ist keine Schleichwerbung. Ihr könnt das nachlesen in Wikipedia. Glaube ich zumindest, dass es daher hat. Aber das mit dem Melissentee, das werde ich wahrscheinlich recht bald sogar mal machen. Wenn es nicht mehr so heiß ist. Ja, heute und gestern waren die heißesten Tage des Jahres mit 35 Grad. Ist immer noch hier. Schrecklich. Also heute werde ich keinen Melissentee trinken. Nee. Aber irgendwann mache ich das mal. So ein netter kleiner Tee. Ein bisschen TH rein. Dann den Tag ausklingen lassen. Cutscene. Besorgte die restlichen Daten über Darth Angrals Verwüsterpläne. So, jetzt steckt er da nochmal sein Ding drin. Auf dem Niveau sind wir angekommen. Hä? Sein Allzweck-Elektroarm. Naja. Okay. Damit haben wir unser Soll hier erfüllt. Ich denke, wir haben auch genug Kehre zu Agent blablabla zurück. Kann ich jetzt nicht lesen. Ich habe nämlich mein Interface hier ein bisschen kleiner gemacht alles. Ich habe übrigens gerade ein Rezept gefunden für Bantamilch. Bantamilch? Du meinst diese blaue Milch? Ja. Na, das kenne ich auch. Einfach Milch, ein bisschen Vanillezucker und eine blaue Lebensmittelfarbe. Jein. Ich persönlich kenne es ja auch so ähnlich, aber ich habe hier gerade eins gefunden, das hat aber ein bisschen Schuss mit drin, ne? Also pass auf, hier steht halt Milch, Cream, was auch immer für eine, Coconut Rum, Amaretto. Nett. Yeah. Also dann ist Bantamilch vielleicht noch tatsächlich was anderes als die blaue Milch. Nee, das ist schon Bantamilch. Es ist schon Bantamilch. Willst du mir wieder widersprechen? Nö, aber ich hab's einfach mal eingebracht. Vielleicht ist es ja was anderes. Jetzt guck ich selber nochmal nach. Banta Blaster, nee. Alkoholische Getränke. Sieht echt epic aus gerade. Ich post gerade ein cooler Mando-Rüstung vor weniger cool im Hintergrund und sehe cool aus. Also, es gibt den Banta Blaster, ein sprudelndes, oranges, blaues, alkoholisches Getränk. Das hat Leia, glaube ich, getrunken. Dann gibt es noch den Banta Sprenger, ein grünlich-pinker Färbung zur Zeit des Galaktischen Bürgerkriegs, verschiedene Planeten in der Galaxis, blablabla, die Macht des Todessterns, da kam es dann vor. Okay. Ja, nee, was wollte ich denn jetzt nachgucken?
Also ich kenne ja Bantamilch selber so ein bisschen ähnlich wie du. Ich habe da immer Milch genommen, beziehungsweise ein bisschen Proteinpulver mit Vanillegeschmack und das mit blauer Lebensmittelfarbe vermischt und das kam echt richtig, richtig gut, ne? Und gesund war es auch. Ja. Ich rede mal kurz mit meinem kleinen Freund hier, also Katzin. Hast du mir etwas zu sagen? Wie ging denn nochmal, welche Taste war denn das Dialog überspringen? Der Taste. Der Taste, sicher? Okay. Freut mich, wenn meine Besatzung zufrieden ist. Ah. Du armer Kerl. Es ist immer schmerzhaft, wenn man jemanden verliert. Wenn du einen Helden brauchst, hör auf zu suchen. Hey, Erfahrungspunkte erhalten, Zugang zu Zuneigung zu C7 gewonnen und wir sind auch noch in einer echt süßen kleinen Kantine. Leider ohne Barkeeper, also können wir keine Bantamilch bestellen. Weder die alkoholische noch die nicht-alkoholische Variante. Schade. Ethikoffizier. Aber eigentlich müssten wir das am 4. Mai irgendwie so ein Star Wars Drink zu uns nehmen. Das ist aber noch eine Weile hin. Ich weiß. So, wir müssen jetzt zu dem Agenten namens Osaru oder Zau. Oder irgendwas dazwischen. Andererseits ist für mich jeder Tag der 4. Mai. Ah. Okay, Leute, nach einem kleinen, strangen Schnitt geht's weiter. Wer möchte noch... Ich hatte irgendwie Geräusche im Hintergrund gehört, die aber... Du bildest ja schon Sachen ein. Keine Ahnung, hab grad mal mein Headset aufgenommen, aber hier ist es auch nicht. Strange. Ich finde hier irgendwie voll die schönen Cocktail-Drinks mit Star Wars bezogen, aber... Aber so. Keine echten Star Wars-Drinks? Nee, nee. Ja, sowas kann ich überhaupt nicht leiden. Wenn man da irgendwie, was weiß ich, einen Erdbeershake auf einmal Darth Maul Drink nennt. Nee. Die Dinger, die sehen schon eigentlich ganz lecker aus und auch von den Inhalten her ist das jetzt nicht ganz verkehrt, aber. Naja, aber trotzdem, das dann irgendwie einfach nur einen Star Wars-Namen zu geben. Ja, finde ich blöd. Dann trinke ich lieber meinen Schick mit Tihar drinne. Oder meinen schönen Netragal. Ja, so kann man schon näher zusammen. Was ich auch mal Lust habe, was ich auch mal echt Lust darauf hätte, wäre mir Utschkuchen zu bauen. Da hatte ich aber noch ein Rezept mal dir geschickt. Ja, gehen die Geister auseinander, weil zum Utschkuchen ist eigentlich nur bekannt, dass eine süße, zitrusklebrige Masse. Und mehr ist dazu eigentlich nicht bekannt. Das heißt, es ist sehr, 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 sehr viel Raum für Spekulation. Naja, Agent Otau. Schon zurück? Das ging schnell. Ja. T7 hat einige von Angrals Kommunikationslogbüchern heruntergeladen, aber der Rest war zerstört. Ein paar Informationen sind besser als gar keine. Wenigstens hat das Imperium jetzt ein Schlupfloch weniger. Ich werde ein Team zusammenstellen und versuchen, die Insel für uns zu gewinnen. Ihr solltet General Vashatra Bericht erstatten. Wir sehen uns. Okay, Leute. Dann ist das, glaube ich, auf Ort Mantell. Sind wir fertig? Kehre zur Orbitalstation zurück. Ja, also sind wir hier fertig. Das heißt, wir können uns von Ort Mantell zurückziehen. Sehr viel mehr gibt es hier eigentlich nicht zu erledigen für uns. Bis auf die Sache mit dem Weg finden. Aber ich glaube, da müssen wir einfach nur hier durch die Stadt latschen und dann sind wir schon da. Dann gibt es endlich wieder die Wiedervereinigung mit Zitani. Ja. Ob ich mich da jetzt so drauf freuen soll oder nicht? Ja. Hey, meinen such ich dir hier gerade den Utschkuchen raus. Also richtig begeisternd sieht das Ding irgendwie, finde ich, nicht aus. Ja, es gibt viele, es gibt wirklich viele Rezepte und das sind nicht alle gut. Ach ja, was es auch noch gibt im Oyubat Café ist der, Entschuldigung, ich muss mich gerade konzentrieren hier über die Dinger zu springen, welche ich vorher dran hatte. Am Oyubat Café ist gewürzter Kaffee. Oder auch Gewürzkaffee. Oder besser, in Star Wars heißt Kaffee ja Kaff. Gewürzkaff gibt's im Oyubat Café.
Und das Ding ist eigentlich sehr vergleichbar mit den Kaffeesorten, die im Orient getrunken worden oder wurden. Also mit Kardamom gewürzt und mit vielleicht auch mit Vanillepulver. Also generell Kaffee mit einer sehr orientalisch gewürzten Note. Und das ist natürlich auch extrem lecker. Gibt's hier auch auf der Erde, nennt sich Gewürzkaffee. Und ist sehr lecker. Was teilweise auch sein könnte, ist Mokka. Ist natürlich sowas ähnliches wie Espresso, nur komplett anders gemacht. Und mit Kardamom gewürzt. Also könnte beides sein. Kann ich auch nur sehr empfehlen. So, jetzt verlassen wir diesen kriegsgebeutelten Ort. Und ziehen uns auf die Ort Martell Orbitalstation zurück. Ist denn irgendwas Schönes passiert? Habe ich was verpasst? Naja, wir haben die Informationen, wir haben mit dem Agenten geredet, wir sind fertig. Oh, das sieht cool aus. Könntest du mal dein Schiff da wegfahren? Versperrst mir die Aussicht, Alter. Wer? Ja, der Kapitän von dem großen hässlichen Schiff, was hier vor der Nase mir rumfliegt. Ach so. Hoffentlich ist da oben noch eine Öffnung drin, nicht, dass der jetzt gegen die Station gekracht ist. Yoda Soda. Ja, solche Sachen kann ich nicht leiden. Das klingt aber lustig. Darth Pop. So. Ich versuche gerade mich ein bisschen cool zu platzieren, weil das ist jetzt das wieder das Ende der Folge. Nein. Ups. Schwerer als gedacht, das so zu machen. Ich glaube, der Trick besteht darin, nicht das langweiligen Hintergrund zu verwenden, sondern den interessanten Hintergrund. How to speak Wookiee. Echt jetzt? How to speak Wookiee, vielleicht werden wir uns das nächste Mal damit beschäftigen. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr Max Mortmantel Sprachwahn ausgehalten habt. Entschuldige dich dafür. Niemals. Bis demnächst.